Servus Leute, willkommen zurück bei der Shisha WG. Endlich kommen wir dazu, das Review zu einer Dealer-Pfeife zu drehen. Wir testen heute für euch die Saphir in der Big Size Variante. Sollte euch das Ganze gefallen, lasst uns gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Und jetzt viel Spaß beim Video. So, da sind wir wieder mit der D-Love Saphir in der Big Size Variante. Was bedeutet das Ganze? Ihr habt eine extrem große Pfeife. Mit dem Molassefänger sind das Ganze 93 cm. Und ich glaube, das Einzige, was ich noch an größerer Pfeife zu Hause habe, ist die Skyline, aber auch nur, wenn ich noch den extra Molassefänger drauf packe. Was kostet das ganze Paket? 135 Euro. Und was da alles drin ist, erzählt euch jetzt der Warren. Im Lieferumfang enthalten ist natürlich nicht nur die Shisha, die aus V2A Edelstahl ist, mit 6,5 Kilo, also doch auf jeden Fall sehr schwer. Ihr kriegt auch noch einen Schlauch, ein Mundstück, einen Schlauchhalter. Ihr kriegt eine Feder dazu, ihr kriegt Hygienemundstücke sogar dazu, also falls ihr mit Freunden raucht, dann aber alleine, dann könnt ihr noch einfach die Hygienemundstücke reintun. Dazu bekommt ihr natürlich noch einen Kopf, ein Sieb, einen Kaminaufsatz und einen Molassefänger und sogar einen LED-Untersetzer, den ihr steuern könnt. Also für den Preis, bei diesem Lieferumfang, kann man auf jeden Fall auf keinen Fall meckern. Ich habe selten so ein großes Paket für so wenig Geld gesehen, also von daher auf jeden Fall heftig. Was man zu dem Lieferumfang allerdings noch sagen muss, was mich so ein kleines bisschen gestört hat, einer der wenigen Kritikpunkte ist, die ich an dem Set überhaupt habe, es ist nur ein Schlauchanschluss dabei, ja? Sprich, ihr kriegt alles, was ihr braucht und könnt aber nicht mit Freunden loslegen, sondern müsst euch für 45 Euro noch drei Schlauch- und Schliffanschlüsse dazu kaufen. Das fand ich ein bisschen schade, da hätte ich mir vielleicht sogar gewünscht, so okay, lassen wir den LED-Untersetzer weg oder die Hygienemundstücke und sowas und packen noch die drei Schliffanschlüsse drauf. Auf der anderen Seite ist es natürlich ganz nice, weil das Set so wie es ist, macht auf jeden Fall eine Person glücklich und nicht viele Leute oder nicht alle Leute wollen mit mehreren Leuten an einer Pfeife rauchen. Von daher habt ihr dann einfach die Wahl, ob ihr euch noch die Schliffanschlüsse dazu kaufen möchtet oder nicht. Es gibt die natürlich auch noch einzeln. Von daher ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Mich persönlich, da ich diese Pfeife eher mit mehreren Leuten rauchen würde, ist es allerdings ein bisschen schade, dass das nicht dabei ist. Kommen wir zu einer der wichtigsten Punkte und das ist die Verarbeitung. Die ist eigentlich für den Preis ziemlich gut, jedoch mich stören einige kleine Sachen. Also auf jeden Fall die Gewinde laufen jetzt nicht so super flüssig, also wie man das von anderen Pfeifen kennt. Auch die Bowl, die hat zwar keine Bläschen, aber trotzdem ist einfach die Bowl an sich, also gerade der Hals, etwas uneben und je nachdem aus welchem Winkel man guckt, sieht man auf einmal irgendwie was Gerades und da ist wieder eine Wölbung drin. Da würde ich mir ein bisschen wünschen, da könnte die Verarbeitung ein bisschen besser sein. Trotzdem muss man immer noch im Hinterkopf behalten, dass eben die Pfeife in diesem gesamtgroßen Set 135 Euro kostet. Das drückt dann ein wenig wieder die Mängel, weil sie einfach trotzdem für den Preis ziemlich gut ist. Ja, wie Warren schon sagte, gibt es die zwei Punkte an der Verarbeitung, die uns so ein kleines bisschen stören. Wie gesagt, die Gewinde laufen nicht so perfekt und die Bowl ist nur innen, muss man dazu sagen, nicht perfekt gerade oben am Hals. Stört euch das beim Rauchen? Eigentlich auf jeden Fall nicht. Und ich muss sagen, für dieses Set und für den Preis ist die Verarbeitung auf jeden Fall mehr als okay. So, noch ein wichtiger Punkt. Wie fühlt sich das Ganze an beim Rauchen? Wie ist der Durchzug und so weiter? Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass die Pfeife komplett dicht ist. Der Durchzug ist auf jeden Fall ziemlich gut. Ich würde sogar fast sagen, besser als bei meiner Genie Clyde. Also kann auf jeden Fall mit Pfeifen, die deutlich mehr kosten, mehr als mithalten oder die sogar im Staub hinter sich lassen. Also Durchzug finde ich auf jeden Fall krass. Ist mir sogar fast ein Ticken zu krass. Also ich muss sagen, der Durchzug ist wirklich extrem gut. Ich mag es eigentlich, wenn noch ein kleines bisschen Widerstand ist, aber wenn ihr auf heftigen Durchzug steht, ist die D-Love auf jeden Fall sehr, sehr gut für euch. Hat auch ein massives Tauchrohr. Apropos Tauchrohr, der ganze Aufbau, den haben wir euch ja jetzt diesmal nicht gezeigt in dem Review, liegt einfach daran, dass wir ja schon das Unboxing gedreht haben, wo das Ganze ganz ausführlich gezeigt wird. Verlinke ich euch hier oben in der Ecke. Könnt ihr euch angucken, wie ich die Pfeife komplett auseinandernehme und aufbaue, also auspacke, alles was drin ist im Karton und wirklich der komplette Aufbau. Kommen wir zu der Optik der Pfeife und die gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Die Rauchsäule ist nicht dieses 0815 mit diesen komischen Rundungen oder sonst was. Es ist mal ein bisschen was Neues, was Frisches, es ist ein bisschen kantiger. Gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut. Ich finde auch die
Bowl an sich, bis auf dieser kleine Mangel, den wir genannt haben, fand ich es eigentlich ziemlich gut. Ich muss aber einfach wirklich sagen, diese riesigen Pfeifen gefallen mir mittlerweile nicht ganz so gut. Also ich würde mir eher eine Pfeife holen, die ein bisschen kleiner ist. Man kann sie auch in der kleineren Variante nehmen. Genau, das ist es. Aber ich würde mir dann einfach wirklich sagen, ja, ich hole mir vielleicht die kleinere Variante. Einfach, weil ich die halt ein bisschen rumtragen will oder einfach mal umrücken will. Und genau das ist so ein kleines Problem bei der Pfeife. Rumtragen ist da nicht wirklich viel. Also 6,5 Kilo ohne Wasser ist auf jeden Fall schon tierisch schwer. Auf der anderen Seite, mit dem Gewicht und der Größe steht sie natürlich auch extrem stabil. Also die umzureißen, wenn mal jemand am Schlauch hängen bleibt, muss man sich schon ganz schön Mühe geben, würde ich sagen. Ja, von meiner Seite aus noch zur Optik. Leute, ne, Optik, es muss immer euch abholen. Ne? Guckt euch die Pfeife einfach an, wenn die euch gefällt, dann ist das cool, dann ist das egal, was wieder zu sagen. Ich finde die Optik auf jeden Fall schön, ich finde es geil, dass sie so ein bisschen schlichter ist. Bowl-Design gefällt mir gut, ich finde auch ziemlich geil, was ja auch zur Optik dazu trägt, dass der LED-Untersetzer dabei ist, plus die Aussparung unten in der Bowl, dass man den LED-Untersetzer einfach direkt runtersetzen kann. Finde ich ziemlich nice, weil ganz ehrlich, diese großen LED-Untersetzer, wo dann die ganze Pfeife draufsteht, ist meistens doof, vor allem, weil die Bowl ist ja jetzt wirklich ziemlich groß, da würde der Teller ganz schön klein und fummelig drunter aussehen, finde ich nicht so nice. Rauchsäule finde ich auch ziemlich geil, sie ist sehr schlicht gehalten, finde ich, sehr schmal das Ganze, aber gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut. Ihr habt einen gebürsteten Teller oben drauf mit dem Molassefänger noch dazu. Ich stehe jetzt nicht so hart auf die Totenkopf-Molassefänger, aber ich weiß, dass es viele Leute feiern. Von daher, ich finde die Optik auf jeden Fall sehr, sehr gut gelungen. Kommen wir zum Fazit der Dilaf Saphir Big Size Edition. Ich finde die Pfeife auf jeden Fall für 135 Euro mit dem Gesamtpaket einfach unheimlich gut. Also ihr dürft auf jeden Fall nicht die krasseste Verarbeitung verlangen, aber trotzdem ist die trotzdem für das Geld ziemlich solide. Also es gibt keine Sache an der Pfeife, wo ich sagen würde, boah, das ist jetzt definitiv so ein Totschlagargument, weswegen 135 Euro auf keinen Fall gerechtfertigt sind. Ihr kriegt auf jeden Fall ein sehr gutes und sehr günstiges Anfängerset, wenn man das so nennen kann. Ich meine, 135 Euro ist trotzdem schon ziemlich viel für einen Anfänger, aber trotzdem eigentlich ein Preis, den man zahlen kann, um so ein großes Gesamtpaket zu bekommen, weil viele Sachen davon könnt ihr immer noch später irgendwann mal benutzen. Gerade den Molassefänger, der passt einfach wirklich auf jede Pfeife, also 18/8 Schliff. Dann habt ihr noch auf jeden Fall den Schlauch, das Mundstück und so weiter. Das sind alles so Sachen, die könnt ihr auch noch später auf irgendeiner anderen Pfeife nutzen. Von daher, für gerade so ein Anfängerset oder auch gerade für jemanden, der sagt, hey, ich will endlich mal eine große Pfeife zu Hause haben, sind die 135 Euro gerechtfertigt. Und von daher finde ich die Pfeife eigentlich ziemlich schön für ziemlich wenig Geld. Beim Fazit muss ich auf jeden Fall auch einfach sagen, für das Geld, so ein krasses Set ist auf jeden Fall mehr als nice, gefällt mir ziemlich, ziemlich gut, ihr kriegt so viel Zeug dazu. Wenn ich mir überlege, wenn ich den ganzen Wert im Verkauf von dem ganzen Zubehör zusammenzähle und dann gucke, was übrig bleibt und dann überlege noch so eine riesen Pfeife dazu aus Edelstahl, finde ich das wirklich extrem krass. Die Pfeife alleine für 135 Euro wäre natürlich nicht krass, weil das ist natürlich nicht auf dem Verarbeitungsniveau von der Shishaya und Co. Aber da reden wir dann halt auch davon, dass eine kleine Pfeife schon 200 Euro kostet, wo absolut überhaupt kein Zubehör dabei ist. Nicht mal einen Diffusor, der hier übrigens auch drauf ist, oder einen Schlauchanschluss. Ihr wisst, ich liebe trotzdem die Shishaya, aber das nur mal so am Rande. Ne? Also für 135 Euro ein heftig riesiges Set mit einer extrem großen Pfeife und verdammt viel Zubehör, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ich denke auch, dass sich das vielleicht eher an Anfänger richtet, die vielleicht noch nicht so viel daheim haben und aber eine große Pfeife haben wollen, die aus Edelstahl ist und also auch sehr lange halten kann. Also ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr nice. Wenn ihr auf der Suche nach einer großen Pfeife seid, vielleicht noch nicht so viel Zubehör daheim habt, könnte das extrem interessant für euch sein. Was man noch dazu sagen muss, ist, ihr könnt das Ganze ganz einfach über Amazon kaufen. Link packe ich euch übrigens unten in die Beschreibung. Und ja, ich finde es auf jeden Fall ein krasses Set mit einer sehr guten Pfeife, die sich definitiv sehen lassen kann und auch definitiv mithalten kann mit Pfeifen, die deutlich teurer sind. Und ja, so viel auf jeden Fall zu meinem Fazit. So Leute, da wir schon wirklich genug Pfeifen daheim haben und euch eine kleine Freude machen wollen, verlosen wir die ganze Pfeife. Was ihr dafür tun müsst, ist relativ einfach. Ihr müsst auf jeden Fall schon mal einen Kommentar unter diesem YouTube-Video dalassen mit Hashtag DLoveShishaWGGiveaway. Dann müsst ihr uns auf Instagram followen und unter dem Post, den wir auf Instagram haben, könnt ihr dann Freunde markieren. Das Ganze wird so ausgelost, ihr könnt so viele Freunde in einzelnen Kommentaren markieren, wie ihr möchtet. Jeder Freund erhöht eure Gewinnchance natürlich. Wir gucken dann,
Wir losen einfach aus unter den Kommentaren, unter dem Instagram-Bild, suchen uns dann einen raus, beziehungsweise ne, Zufallsgenerator und so. Und dann schauen wir, ob derjenige auch wirklich auf YouTube abonniert hat und auch einen Kommentar dagelassen hat. Wenn da alle Bedingungen erfüllt sind, gewinnt er die Pfeife, ansonsten suchen wir einfach den nächsten aus. Das Ganze geht bis zum 1.1., das werden wir dann am 1.1. so gegen Mittag auslosen, solange wir Zeit haben. Sagen wir einfach mal 12 Uhr am 1.1. ist Stichdatum. Wer danach kommt, hat dann leider Pech, der muss aufs nächste Gewinnspiel warten. Aber ja, also Bild auf Instagram liken, uns auf Instagram followen, so viele Freunde markieren, wie ihr wollt. Jeder Freund erhöht eure Gewinnchance. Auf Instagram dann am besten einfach euren YouTube-Namen dazu packen und wir gucken dann, ob ihr auch auf YouTube kommentiert und abonniert habt. Ja, relativ easy. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Glück. Ich denke, die Pfeife wird jemandem sehr, sehr gut tun. Am besten geht das ganze Set natürlich hoffentlich an jemanden, der noch keine Pfeife daheim hat. Das war's mit unserem D-Love Saphir Review. Leute, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, falls ihr die D-Love Saphir oder eine andere von D-Love oder generell D-Love Stuff daheim habt. Schreibt's gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich weiß, dass einige Leute unbedingt dieses Review endlich sehen wollten, weil sie großes Interesse an der Pfeife haben. Ich hoffe, den Leuten konnten wir jetzt ein bisschen bei einer Kaufentscheidung helfen. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass sie bei mir daheim steht. Und ja, sollte euch das ganze Video gefallen haben, Leute, ihr wisst es, Daumen nach oben da lassen, Abo da lassen, das Video rausschicken an Freunde, die sich die Pfeife vielleicht holen wollen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Eure Shisha-WG. Ciao.